jetzt quasi die erste Hälfte der Saison vorbei. Bin jetzt 6 Rennen gefahren, 6 weitere kommen noch. Fazit aus den Rennen ist, dass es am Anfang gut gelaufen ist. Natürlich, das erste Rennen musste ich aussetzen. Aber von dann an ist gut gelaufen, waren ein paar Highlights dabei, wie in Chile mit dem Podium oder auch Mexiko mit der Pole Position, wo ich auch das Rennen bis zur letzten Runde angeführt habe. Ja, aber dann haben wir uns ein bisschen schwer getan in den folgenden Rennen. Ja, und glauben, dass wir ein bisschen Verbesserungen gefunden haben am Auto. Wir arbeiten hart daran und hoffen einfach, dass wir jetzt wieder in den nächsten Rennen konkurrenzfähig sind und daran anknüpfen können, wo wir angefangen haben. Ich freue mich sehr auf dieses Rennen. Die Location hier ist mega. Ja, mitten in der Stadt, und man sieht es ja heute immer noch mega viel Verkehr hier am Donnerstag. Und ja, die Strecke ist cool, ziemlich eng. Es wird wichtig sein, im Qualifying vorne zu stehen, weil überholen wird hier nicht ganz so einfach. Und ja, dann mal sehen, was das Wetter auch macht. Ja gut, wenn es regnet, dann weiß man nie, welche Qualifying-Gruppe die beste sein wird. Das kann sich noch kurzfristig ändern. Aber ansonsten ist in Gruppe 3, glaube ich, allgemein Gruppe 3, 2, 3, 4 sind gute Gruppen, um sich fürs Qualifying gut zu qualifizieren. Ja, um die Meisterschaft denke ich gar nicht. Ich glaube, momentan sind wir sowieso nicht in der Position, wo wir darüber nachdenken können oder sollten, weil es sind noch einige Rennen und unsere Performance war nicht stark genug, um, wenn es so weitergeht, bis am Ende mitzukämpfen. Von dem her wird für uns wichtig sein, erstmal wieder unsere Performance zu finden, uns zu verbessern. Und ja, dann ist alles möglich. In der Formel E sieht man, wie viele verschiedene Sieger wir dieses Jahr hatten, wie eng die Meisterschaft vorne ist. Mit einem guten Wochenende kann man so viel plus machen. Von dem her, ja, denke ich, wird spannend bleiben bis New York.